Wenn ich mich recht erinnere, sprachen wir über Kontrolle. Und wir sagten, dass der Kontrolleur das Kontrollierte ist. Und wir haben uns damit hinreichend befasst. Und wenn Kontrolle da ist, gibt es eine Richtung. Richtung beinhaltet Willen. Und Kontrolle beinhaltet ebenso Willen. Und im Verlangen zu kontrollieren wird ein Ziel und eine Richtung festgelegt. Das bedeutet, eine vom Willen geschaffene Entscheidung auszuführen. Und die Durchführung selbst ist die Zeitdauer. Daher bedeutet Kontrolle Richtung, Zeit, Wille und ein Ziel. All das bedeutet das Wort Kontrolle, nicht wahr? Welchen Platz hat also der Wille in der Meditation und darum im Leben? Oder Wille hat dort überhaupt keinen Platz? Was bedeutet, dass es für Entscheidungen überhaupt keinen Platz gibt? Lediglich sehen und handeln. Und dafür bedarf es weder des Willens noch der Richtung, verstehen Sie? Ich verstehe. Sehen Sie, welche Schönheit sich daraus entwickelt, wenn der Geist die Sinnlosigkeit der Kontrolle erkennt, weil er verstanden hat, dass der Kontrolleur das Kontrollierte ist. Ein Fragment versucht über andere Fragmente zu herrschen, und das beherrschende Fragment ist Teil eines anderen Fragmentes. Und darum ist es eine Spirale ohne Ende, aus der man nicht mehr herauskommt. Kann es daher ein Leben ohne Kontrolle geben? Ohne Willen und ohne Richtung? Auf dem Gebiet des Wissens muss es eine Richtung geben, das ist klar. Sonst könnte ich nicht nach Hause finden. Ich würde die Fähigkeit verlieren, ein Auto zu fahren, Rad zu fahren, eine Sprache zu sprechen, alles Technische, das im Leben notwendig ist. Auf dem Gebiet sind Richtung, Berechnung und Entscheidung erforderlich. Die Wahl zwischen diesem und jenem ist notwendig. Hier jedoch herrscht, wo es Wahl gibt, Verwirrung, weil keine Wahrnehmung stattgefunden hat. Wo Wahrnehmung ist, gibt es keine Wahl. Wahl existiert nur, weil der Geist zwischen diesem und jenem steht. Kann also ein Leben ohne Kontrolle, ohne jeglichen Willen, ohne Richtung, was alles Zeit bedeutet, geführt werden? Und das ist Meditation. Nicht nur eine vielleicht interessante, stimulierende Frage, denn eine noch so stimulierende Frage hat in sich selbst keine Bedeutung. Sie hat Bedeutung im Leben. Meditation deckt das ganze Gebiet des Lebens ab, nicht nur einen Teil davon. Daher ist es möglich, ein Leben ohne Kontrolle zu führen, ohne willentliches Handeln, ohne Richtung, ohne Ziel? Ist das möglich? Wenn es nicht möglich ist, dann gibt es keine Meditation. Daher wird das Leben oberflächlich und bedeutungslos.
Und um diesem bedeutungslosen Leben zu entfliehen, jagen wir all diesen Gurus nach, der religiösen Unterhaltung, all dem Zirkus, verstehen Sie? All die Meditationsübungen, sie haben keine Bedeutung. Und das Verlangen beim Blühen beobachten. Und daher den Willen bei seiner Tätigkeit beobachten und blühen lassen. Und während man ihn beobachtet, stirbt er, welkt er dahin. Schließlich ist es wie eine Blume, der sie zu blühen und zu welken erlauben. Sie kommt und geht zu ihrer Zeit. Wenn Sie darum diese Bewegung des Verlangens ohne jede Absicht wahrnehmen, die Kontrolle, den Willen, sich auf diesen Willen in Tätigkeit einstellen und so weiter, lassen Sie es geschehen, beobachten Sie ihn. Und während Sie ihn beobachten, werden Sie erkennen, wie er seine eigene Kraft verliert. So gibt es keine Kontrolle. Daraus ergibt sich dann die nächste Frage, nämlich, Richtung bedeutet Raum. Was jetzt kommt, ist sehr interessant. Was ist Raum? Raum, den das Denken hervorgebracht hat, das ist eine Sache. Raum, der im Himmel, der im Universum existiert. Es muss Raum für einen Berg geben, damit er existieren kann. Es muss Raum für einen Baum geben, um zu wachsen. Es muss Raum für eine Blume zum Blühen geben. Was ist also Raum? Und haben wir Raum? Oder sind wir physisch alle so begrenzt durch das Leben in kleinen Wohnungen, in kleinen Häusern, ohne jeden äußerlichen Raum. Und dadurch werden wir immer gewalttätiger. Ich weiß nicht, ob Sie abends schon einmal all die Schwalben beobachtet haben, aufgereiht auf einer Telegrafenleitung, und welch gleichmäßigen Raum sie zwischen sich haben. Verstehen Sie? Ja, das habe ich. Es ist außergewöhnlich. Es ist wunderbar, diesen Raum zu sehen. Und Raum ist notwendig. Und wir haben physisch keinen Raum mit immer mehr Bevölkerung und all dem. Und darum immer mehr Gewalttätigkeit und immer engeres Zusammenleben in einer kleinen Wohnung, 1000 Leute dicht zusammengedrängt. Dieselbe Luft einatmen, dasselbe Denken, dasselbe Fernsehprogramm anschauen, dasselbe Sehen, dasselbe Buch lesen, in dieselbe Kirche gehen, dasselbe Glauben. Verstehen Sie? Denselben Kummer, Sorge, Ängste, mein Land, all das. Daher hat der Geist und ebenso das Gehirn sehr wenig Raum. Und Raum ist notwendig, sonst ersticke ich. Kann der Geist also Raum haben? Und es wird dort keinen Raum geben, wo es eine Richtung gibt. Sehen Sie das? Ja, ich verstehe das. Es gibt keinen Raum, wenn die Richtung Zeit bedeutet. Und wenn daher der Geist beschäftigt ist, mit der Familie, dem Geschäft, mit Gott, Trinken, Sex und Erfahrungen, angefüllt ist mit damit, dann gibt es keinen Raum. Wenn das Wissen das ganze Gebiet des Geistes als Denken abdeckt, dann gibt es keinen Raum. Und das Denken schafft um sich selbst herum einen Raum, als das Ich, das Du, das Wir und Sie. Daher hat das Selbst, das Ich,
das die Essenz des Denkens ist, seinen eigenen kleinen Raum. Und sich aus diesem Raum hinauszubewegen, ist Schrecken, ist Angst, Sorge. Denn ich bin nur an diesen kleinen Raum gewöhnt. Nichtsein und Sein befinden sich in dem kleinen Raum, den das Denken geschaffen hat. Daher kann das Denken niemals Raum hergeben. Meditation ist also das Befreien des Geistes von seinem Inhalt als Bewusstsein, das seinen eigenen kleinen Raum schafft. Verstehen Sie? Ist das alles also möglich? Denn ich bin mit meiner Frau, meinen Kindern, meinen Verantwortungen beschäftigt. Ich kümmere mich um den Baum, die Katze, ich sorge für dies und das und ich bin immer zu beschäftigt. Die Welt wird immer mehr und mehr überbevölkert. Städte werden größer und größer, breiten sich aus, dehnen sich aus, Vororte und so weiter. Die Menschen bekommen weniger und weniger Raum und vertreiben die Tiere, töten. Verstehen Sie? Sie töteten die amerikanischen Indianer, sie töten die Indianer in Brasilien und so weiter. So war es und so geht es weiter. Nach außen hin, äußerlich, habe ich keinen Raum, es sei denn, ich fahre aufs Land und sage zu mir, mein Gott, ich wünschte, ich könnte hier leben, aber ich kann nicht und so weiter. Also, kann es im Inneren Raum geben? Wenn es innerlich Raum gibt, gibt es ihn auch äußerlich. Aber der äußere Raum wird im Inneren keinen Raum geben. Der innere Raum des Geistes, der frei ist von Beschäftigung, obgleich er in dem Moment mit dem, was er zu tun hat, beschäftigt ist, ist jedoch in dem Augenblick frei, wenn er es abgeschlossen hat. Ich trage mein Büro nicht nach Hause. Es ist vorbei. Also bedeutet Raum im Geist das Leermachen des Bewusstseins von all seinen Inhalten. Und daher endet das Bewusstsein, welches das Denken als das Ich geschaffen hat. Und darum gibt es Raum. Und dieser Raum ist nicht Ihrer oder meiner. Es ist Raum, verstehen Sie? Also nochmals, Raum, Richtung, Zeit, Wille, Wahl und Kontrolle. Jetzt hat das alles Bedeutung in meinem Leben, in meinem täglichen Leben, im Leben eines jeden. Wenn man die Bedeutung der Meditation nicht kennt, lebt man nur auf der Ebene des Wissens. Und darum wird es ein Gefängnis. Und da man in diesem Gefängnis lebt, sagt man, ich muss fliehen durch Unterhaltung, durch Götter, durch dieses und jenes, durch Vergnügungen. Das ist es, was tatsächlich stattfindet. Das Wort Vacation, Ferien, sagt alles. Das englische to vacate bedeutet in den Raum hinausgehen. Aber dann gehen wir von einem leeren Raum in den anderen. Wenn das klar verstanden ist, in mir selbst wahrgenommen ist, wenn ich es in meinem täglichen Leben wirken sehe, was findet dann statt? Raum bedeutet Stille. Wenn es keine Stille gibt, dann gibt es Richtung. Es ist dann das Wirken des Willens. Ich muss etwas tun, ich muss nichts tun, dieses üben, jenes bekommen. Verstehen Sie? Dieses sein sollen oder nicht sein sollen, das, was gewesen ist, das, was nicht sein sollte, bereuen und so weiter. All das wirkt. Daher bedeutet Raum innere Stille.
Stille ist nicht, wenn das Geräusch aufhört. Stille ist nichts, was das Denken geschaffen hat. Stille kommt von selbst, unausweichlich, wenn sie sich öffnen, wenn sie beobachten, wenn sie erforschen. Also erhebt sich die Frage, was ist Stille? Ohne eine Bewegung, ohne Bewegung der Richtung, ohne Bewegung des Denkens, Bewegung der Zeit. Kann nun diese Stille in meinem täglichen Leben wirken? Ich lebe in dem Bereich von Geräuschen in den Formen des Wissens. Und ich habe das zu tun. Und gibt es ein Leben in Stille und zur gleichen Zeit das andere? Bewegen sich diese zwei zusammen wie zwei Flüsse, die in Harmonie fließen? Keine Trennung, verstehen Sie? In Harmonie, es gibt keine Trennung. Ist das möglich? Denn sonst, um ganz ehrlich zu sein, wenn das nicht möglich ist, dann kann ich nur auf dem Gebiet des Wissens leben. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Für mich ist es möglich. Ich sage das nicht aus Eitelkeit, ich sage das in großer Demut. Ich denke, es ist möglich, es ist so. Was findet dann statt? Was ist dann Schöpfung? Ist Schöpfung etwas, das in einem Gedicht, in einer Statue, im Schreiben ausgedrückt wird, indem man ein Kind zur Welt bringt und so weiter? Ist das Schöpfung? Benötigt Schöpfung überhaupt irgendetwas? Muss sie ausgedrückt werden? Für die meisten Menschen muss sie ausgedrückt werden. Sonst fühlt man sich frustriert, ängstlich. Man glaubt nicht zu leben, verstehen Sie? Was ist also Schöpfung? Man kann das nur beantworten, wenn man all das wirklich durchlebt hat, verstehen Sie? Sonst wird Schöpfung zu etwas ziemlich Billigem. Ja, es wird, wie das Wort schon sagt, einfach zu etwas Herausgepresstem. Das ist alles. Ja, wie das Leben von Schriftstellern, von denen einige ewig mit sich selbst kämpfen, in ständiger Spannung sind und darum ein Buch schreiben und berühmt werden. Reines Handeln. Sehen Sie also, was stattfindet. Schöpfung in meinem Leben selbst. Verstehen Sie? Kein Ausdrücken, einen schönen Stuhl schaffen. Das mag kommen, es wird kommen. Jedoch im Leben selbst. Und daraus ergibt sich eine andere Frage, die wirklich sehr viel wichtiger ist. Denken ist Messen. Und solange wir das Denken kultivieren, und so wie es jetzt ist, basiert all unser Handeln auf Denken, solange hat die Suche nach dem Unermesslichen keine Bedeutung. Ich kann ihm eine Bedeutung geben, kann sagen, dort ist das Unermessliche, dort ist das Namenlose, dort ist das Ewige. Lassen Sie uns nicht darüber sprechen. Es ist da. Aber das hat keine Bedeutung. Das ist nur eine Mutmaßung, eine Spekulation oder die Behauptung einiger, die zu wissen glauben. All das muss aufgegeben werden. Darum fragt man, wenn der Geist außerordentlich still ist, was ist das Unermessliche? Verstehen Sie? Was ist das Immerwährende? Was ist das Ewige? Nicht in Bezug auf Gott. Sie kennen all das, was der Mensch erfunden hat. Es tatsächlich zu sein.
Stille, in diesem tiefen Sinn des Wortes, öffnet dann die Tür, weil man dann alle Energie hat. Nichts wird verschwendet, keinerlei Energie wird verschwendet. Darum ist in dieser Stille die Summe aller Energie enthalten. Genauso ist es. Keine stimulierte Energie, keine selbstprojizierte Energie und so weiter. Das alles ist zu kindisch. In der Stille existiert kein Konflikt. Gibt es keine Kontrolle. Kein Erreichen oder Nicht-Erreichen. Kein Suchen, Bitten, Fragen, Fordern. Warten, Beten. Nichts von all dem. Daher ist all diese verschwendete Energie jetzt in dieser Stille gesammelt. Verstehen Sie? Diese Stille ist heilig geworden. Sie ist heilig, nicht das heilige Ding, das das Denken erfunden hat. Nein, nicht das Heilige im Gegensatz zu dem Profanen. Nein, nur ein Geist, der heilig ist, kann dieses höchst Heilige, die Essenz all dessen, was heilig ist, was Schönheit bedeutet, erkennen. Verstehen Sie? Gott ist nicht etwas, das der Mensch erfunden hat oder aus seiner eingebildeten Sehnsucht und seinem Scheitern heraus geschaffen hat. Wenn aber der Geist selbst heilig wird, dann öffnet er die Tür zu etwas, das unermesslich heilig ist. Das ist Religion. Und das beeinflusst das tägliche Leben, die Art, wie ich spreche, wie ich Menschen behandle, das Verhalten, das Benehmen, all das. Das ist religiöses Leben. Wenn das nicht existiert, dann existiert jede andere Art von Unfug, wie clever auch immer, wie intelligent auch immer. Es findet noch etwas anderes statt. Dadurch, dass all ihre Energie gesammelt wird, Energie wird gesammelt, nicht ihre Energie, dann haben sie andere Kräfte, außersinnliche Kräfte. Sie können Wunder vollbringen. All das ist mir passiert. Exorzismus. All dieses Zeug. Und Heilung. Aber all das ist total belanglos. Nicht, dass sie keine Menschen lieben. Im Gegenteil. Religion ist die Essenz der Liebe. Aber das sind alles zweitrangige Fragen. Und Menschen werden nun mal von zweitrangigen Dingen gefangen genommen. Sehen Sie, was geschieht. Ein Mann, der wirklich heilen kann, wird von Menschen für eine kleine Heilung angebetet. Religion ist, wie wir sagten, das Sammeln aller Energie, was Aufmerksamkeit bedeutet. In dieser Aufmerksamkeit passieren viele Dinge. Mancher hat die Gabe des Heilens, der Wunder. Ich habe diese Gaben gehabt, ich weiß, wovon ich spreche. Aber der religiöse Mensch benutzt sie niemals, Sie verstehen? Er mag gelegentlich sagen, tun Sie dies oder das, aber es ist etwas wie ein Geschenk, ein Talent, das man weglegt. Es muss weggelegt werden, denn es ist eine Gefahr. Denn je talentierter sie sind, desto mehr vom Ich. Ich bin wichtig. Ich habe dieses Talent. Betet mich an. Mit diesem Talent werde ich Geld, Position und Macht bekommen. Da heißt also auch dieses etwas höchst Gefährliches. Ein religiöser Geist ist sich all dieser Dinge bewusst. Sehen Sie, das ist Liebe, nicht wahr? Wenn es diese Empfindung von religiöser Sammlung aller Energie gibt, ist das Liebe, ist es Mitgefühl und Fürsorge. Das wirkt sich auf das tägliche Leben aus.
In der Liebe widersetzt sich das Muster niemals der Veränderung. Sie sehen also, Sir, dass Sie machen können, was Sie wollen. Liebe wird immer Liebe sein. Aber normalerweise wird Liebe zum Gefühl, zur Sinneswahrnehmung. Ja, das ganze Fahrwasser des Wissens. Und darum gibt es dort keine Liebe. Ja, wie eine Spielzeugeisenbahn, die immer zu im Kreise fährt. Das bedeutet, Sir, kann der Geist, ich benutze das Wort im Sinne von Verstand, von Gehirn, Körper, das Ganze, kann der Geist wirklich still sein? Keine Stille in Ihnen, keine künstlich erzeugte Stille, keine Stille, die das Denken für Stille hält. Nicht die Stille einer Kirche oder eines Tempels. Die haben ihre eigene Stille. Wenn man einen Tempel betritt oder eine alte Kathedrale, erwecken sie ein außerordentliches Gefühl von Stille. Tausende von Menschen haben dort gesungen, gesprochen und gebetet. Aber Stille ist mehr als nur das. Diese Stille ist nicht erdacht. Und darum ist sie wirklich. Es ist keine Stille, die ich durch Übungen hervorgebracht habe. Ich frage also, ist Stille, ist die Bedeutung des Unmessbaren durch meine Fragen entstanden? Wahrnehmung sieht das Falsche und verwirft das Falsche. Es gibt keine Frage. Sie sieht es und fertig. Wenn ich jedoch weiter frage, zweifle ich weiter. Zweifel hat seinen Platz, aber er muss an der Leine gehalten werden. Ich weiß nicht, ob ich neulich erwähnte, dass mir jemand erzählte, dass Denken in der Eskimo-Sprache das Äußere bedeutet. Das ist sehr interessant. Das Äußere. Wenn Sie sagen, geh nach draußen, ist es dasselbe Wort wie das Denken. So hat also Denken das Äußere und das Innere geschaffen. Ohne Denken gibt es weder das Äußere noch das Innere. Das ist Raum. Es ist nicht so, dass ich inneren Raum habe. Die Wiederholung eines Gebetes hat keinen Platz in der Meditation. Zu wem bete ich? Bettele ich? Wen flehe ich an? Wenn es tief innerlich kein Bittgesuch gibt, dann gibt es keine Bitte. Wenn es kein Bittgesuch gibt, was findet dann statt? Ich bitte nur, wenn ich nicht verstehe, wenn ich im Konflikt bin, wenn ich Kummer habe, wenn ich sage, oh Gott, ich habe alles verloren, ich bin fertig, ich kann es nicht schaffen, ich kann es nicht zustande bringen. Wenn es also keine Bitte gibt, weil der Bittende die Bitte ist, der Bettler ist, das Erbettelte ist, der Empfänger, was findet dann im Geist statt? Kein Bitten. Das ist wirklicher Friede, nicht der unechte Frieden, über den alle sprechen, Politiker und die religiösen Leute. Dort gibt es kein Bitten um etwas. Und kann der Geist sich selbst seines Inhaltes entleeren? Wenn er es nicht kann, kann er nicht erwerben, zurückweisen und dann empfangen. Verstehen Sie? Warum sollte ich durch all das hindurchgehen? Aber ich werde aufmerksam sein. Es gibt kein Buch auf der Welt, das mich lehren wird. Es gibt keinen Lehrer, der mich lehren wird. Denn der Lehrer ist der Gelehrte.
Der Schüler ist der Lehrer. Meditation ist Aufmerksamkeit, Fürsorge. Ein Teil davon ist Fürsorge für meine Kinder, für meine Nachbarn, für das Land, für die Erde, für die Bäume, für die Tiere. Töten Sie keine Tiere, verstehen Sie? Töten Sie sie nicht, um zu essen. Es ist so unnötig. Es ist ein Teil einer Tradition, die sagt, man müsse Fleisch essen. Sir, darum führt all dieses zu einem Empfinden von tiefer Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit selbst schafft Aufmerksamkeit, Fürsorge und Verantwortung und all das, was wir diskutiert haben. Das heißt nicht, dass man das alles durchlebt hat. Man sieht es. Und eben diese Wahrnehmung ist Handeln, was Weisheit bedeutet. Denn Weisheit ist das Ende des Leidens. Das ist nicht herzlos, keine Gefühllosigkeit, sondern das Ende all dessen. Und das Ende dessen bedeutet Beobachtung, das Sehen des Leidens. Nicht darüber hinausgehen, es zurückweisen, es nicht rationalisieren oder davor wegrennen, es nur sehen, es blühen lassen. Und wenn Sie sich ohne jede Absicht dieses Blühens bewusst sind, wirkt es auf ganz natürliche Weise dahin. Ich muss nichts dazu tun.